Auch am Ende dieser Woche können wir in der ZIB2 nicht ohne das Thema Hypoalpe-Adria bzw. der Abwicklungsgesellschaft Theta auskommen. Zu spektakulär waren die Entwicklungen seit letzten Freitag. Die Zahlungsausfälle der Theta könnten ja doppelt so hoch ausfallen wie bisher angenommen. Es klafft ein Bilanzloch von 7,6 Milliarden Euro. Der Finanzminister sagt, kein Euro werde mehr in die Theta fließen und man übt sich nicht nur in Wien, sondern auch in Kärnten. In Zweckoptimismus, eine geordnete Abwicklung, so heißt es, sei möglich. Aber ganz so einfach ist das natürlich alles nicht, berichtet Angelika Arends. Die Woche beginnt turbulent. Nach dem plötzlichen Auftauchen von neuen Milliardenlöchern in der Bilanz dreht Finanzminister Schelling der Hypo-Nachfolgebank den Geldhahn zu. Er stellt klar, dass die Republik künftig nicht mehr für die Kärntner Landeshaftungen gerade steht. Ich habe klargestellt, dass ich nicht mehr bereit bin, Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in die Theta zu pumpen. In der zuständigen Behörde, der Finanzmarktaufsicht, laufen bereits die Vorbereitungen für die Auflösung der Abbaugesellschaft. Kernpunkt: Kommt beim Verkauf ein Minus heraus, wovon auszugehen ist, sollten nicht schon wieder die Steuerzahler dafür aufkommen, sondern die Gläubiger. Sie müssen auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Jetzt herrscht Klarheit, wie und was, also was vor allem zu passieren hat in den nächsten Monaten. Vorher haben wir also unterschiedliche Optionen gehört, unterschiedliche Strategien. Jetzt haben sich die Hauptakteure festgelegt und jetzt ist ein klarer Weg vorgezeichnet. Das halte ich also als guten, angemessenen Schritt. Allerdings hätte man den also vor Jahren schon setzen können. Beißende Kritik kommt aus Bayern. Der bayerische Finanzminister spricht von einem Offenbarungseid. Die Ex-Hypomutter, die Bayern LB, hat noch mehr als 2 Milliarden in der Abbaugesellschaft stecken. Geld, das sie früher in ihre Ex-Tochter Hypoalpe Adria gepumpt hat. Auch in Österreich werden kritische Stimmen Mitte der Woche laut. Und zwar aus den Ländern. Denn die Landeshypos haften gemeinsam für bestimmte Anleihen der Hypoalpe Adria. Insgesamt könnten in den nächsten Jahren 1,2 Milliarden Euro schlagend werden. Ein großer Brocken davon im Juni. Und das ist dann letztendlich wieder Steuergeld. Niederösterreichs Finanzreferent Sobotka droht Schelling im morgigen Kurier mit Rache. Mit den neuen Maßnahmen ist endgültig auch das Geld verloren, das die Republik bisher in die Hypoalpe Adria gesteckt hat. In Summe 5,5 Milliarden. Es geht eigentlich nur mehr darum, fällt uns zusätzlich noch etwas auf den Kopf. Und? Das ist nie ausgeschlossen bei derartigen Verfahren. Aber jetzt ist zumindest Vorsorge getroffen, dass man sich besser schützen kann gegenüber zusätzlichen Belastungen. Und möglicherweise fällt der Stein, der uns dann auf den Kopf fällt, etwas kleiner aus. Mit dem Zahlungsaufschub hat man erst einmal Zeit gewonnen. Vorerst.